Und hier auch. Das sind drei, das sind erst zwei. Heißt so viel wie. So müsste das richtig sein. Hast du hier nicht eine Lücke vergessen? Moment. Wo habe ich eine Lücke vergessen? Hier bei mir, wo ich stehe. So. Das sieht doch so schon mal ganz gut aus. Aber wie gesagt, ich würde halt vielleicht die Reihe als zwei nehmen. Wobei. Ja. Wir können es ja erstmal so lassen, das kann man ja später immer noch umbauen. Ach, ich bin wieder in dem Dingensmodus. So. Das heißt, sonst fehlt auch eine weiße Wolle. Was brauchen wir? Ich sag, das heißt, uns fehlt auch eine weiße Wolle. Wo? In dem Flugmodus war es ja, dass er hier den Loch rein, ein Loch Ja, ich hatte reinging. aber auch zwischenzeitlich immer mal wieder irgendwo ein bisschen was hingeklatscht. Das müsste wieder auf plus minus null kommen. Und dann müssten wir, glaube ich, jetzt erstmal wieder die Balkone dran machen. Das sieht so echt schäbig aus. Kommen wir am besten mal mit drauf. Ja. Willst du das Holz legen oder die Gitter? Ich kann das Holz legen. Dann schmeißen wir mal die Gitter rüber, die du Warte, hast. ich guck mal, ob ich gerade. Okay, ich bin im richtigen Modus. Gitter. Hast du die bekommen? Ja. Da fehlen aber welche, ne? Ich habe nur die 61 gehabt. Dann hast du nicht alle mitbekommen, weil die Zahl muss durch 5 teilbar sein und wir sind bei 82, das heißt, es fehlen mindestens drei. Okay, dann würde ich sagen, die restlichen Gitter, die fehlen, die ersetzen wir dann einfach durch den Dingensmodus. Weil wir hatten sie ja. Ich hatte alles, was auf dem Grund war, mitgenommen. Anscheinend nicht alles. Das ist ja auch nicht schlimm. So, jetzt ist der Hund hier eingesperrt. Ah. Kannst ja von unten setzen. Müsste ja. Ah ne, geht ja nicht überall dann, ne? Warte, hier, ja. Och Gott, jaulst du denn da hinten so rum? Ja, weil du ihn eingesperrt hast oben auf dem Balkon. Warum? Der kann doch frei rumlaufen. Jetzt ist er Oh, jetzt ist runtergesprungen. er runtergesprungen. Oh ne, der ist immer noch oben, hä? Komisch. Nee. Nee, 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 nee. Die liegen falsch. Oh, der hat sein Schwänzchen nach unten. Egal. Ja, ich muss noch mal in Game Mode. Weißt du, das ist in der Zeit, wo du hier die Dingens setzt. Das ist nämlich ein bisschen sperrig gerade. Mache ich unten schon mal den Boden raus.
Der muss ja sowieso raus, weil wir den ja umlegen wollen. Ja. Nein. Ja, so bauen wir dann wieder am Hotel rum und machen eigentlich nichts wirklich Lukratives momentan, außer Fehler korrigieren. Gehört dazu. Ja. Das ist Minecraft. Ah, oh, geil. Das ist Sturzkraft, was ich hier gerade mache. Aber ich habe auch nicht alle Bretter. Ja, hast du welche nicht mitgenommen? Bretter, ja doch, du hast ja auch ein paar mitgenommen. Ja, die habe ich aber gelegt. Das, was ich aufsammeln konnte, auch im Wasser habe ich aufgesammelt. Hast du vielleicht nicht alles mitbekommen, ist doch nicht schlimm. Mein Gott. Och ja, jetzt hör auf rumzujaulen, das nervt. Ja, Mann. Die ganze Zeit dieses Rumgejaule, ne? Geht hinter dir her. Ja, ich sehe ihn nicht mehr, deswegen kann ich ja nichts mit ihm machen. Er hat sein Schwänzchen unten. Oh Gott. Kleiner hat sein Schwänzchen unten. Gut, dass ich noch eine Diamantenschaufel habe, dementsprechend schnell geht das hier. Den Balkon, wie groß hat man den gehabt? Den größeren jetzt. Von links nach rechts bis ein Feld vors Fenster und drei breit. Also, Moment. An der Türe. Drei nach rechts und drei nach links. Okay. Und drei nach vorne. Also zwei nach vorne. Nee, von der Tür aus drei nach vorne. Weißt du, was ich meine, ne? Mhm. Oh Mann, ey. Das ist echt das Langweiligste in dem Spiel. So eine große Fläche ausheben. Ist das jetzt wirklich richtig? La, 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 la. Und hinten ist die Wolle nur schon ein höher. Ha? Ich sag, hinten ist die Wolle schon ein höher und ich wundere mich, ich habe schon gedacht, das wäre hier falsch. Nö, ist alles richtig. Schenkst dem Hund ja gar keine Beachtung. Ja, ich kann ihn ja auch nicht sehen. Deswegen jault er auch rum. Ja, soll er jaulen. Nervensäge. Hey, wie redest du mit unseren Hundis? Kann mir mal den Popo kraulen. Na. Hat sein Schwänzchen unten. Interessiert mich in feuchten Kehricht. Unten wollten wir Fichtenholz machen, ne? Ja.
So, dann haben wir gleich wenigstens schon mal diese Hauptpunkte, wo das Glas ist. Schon mal überall das Fichtenholz. Aber sieht bestimmt richtig, bestimmt hinterher richtig geil aus. Kann sein, ja. Wie kann sein? Ja, muss man halt gucken. Das wird so sein. ja, jetzt habe ich natürlich keins mehr, ne? Was denn? Fichtenholz. Ja, so viel hatten wir ja jetzt noch nicht, ne? Ne. Okay, dann bringe ich mal ein bisschen was in die Truhe, damit ich hier auch mal wieder ein bisschen Platz habe. Autsch. So. Ist sie dran. Gut, dann kannst du ja mal ein bisschen weiter buddeln. Jo. Komm, Hundi. Mein Herrchen dich schon nicht mehr haben will. So, hier hinten müssten auch noch zwei Türen liegen. Wo sind die Türen hin? Ich kann es sein, dass ich die gerade aufgesammelt habe. Okay. Gehen wir mal rauf und gucken mal, was du da so gemacht hast. Hier unten sind auch noch Türen. Ja, eine dürfte da noch liegen, weil ich da kein Fichtenholz mehr hatte. So. Ja, das sieht richtig aus. Das sollte ja, glaube ich, nur so eine kleine Entspannungsterrasse hier sein. Ne? Ja, die große kommt ja noch. Genau. Wir müssen auf jeden Fall nochmal in den Nether. Ja, wir haben noch so viel vor. Weil ich hätte hier schon ganz gerne eigentlich diese Glowstones. In einem Hotel. Die kann man nämlich schön mit dem Boden oder in einer Decke verarbeiten. So, jetzt habe ich es aber. Haben wir heute etwa einen Sprachfehler? Ja. Na toll. So, wir müssen auch gleich langsam aufhören mit der Aufnahme. Leider. Oh. Weil wir ja noch einige andere Aufnahmen haben. Denn durch den Kanalwechsel sind momentan... ist das alles ein bisschen komplizierter gewesen. Lol, das hat hingehauen. Habe ich mich verrechnet? Aber man braucht doch immer 5. Ja, jeder kann vielleicht sein wegen dem Großen. Darf man ja mehr. Das stimmt. Das kann wegen dem Großen sein. Hast du recht. Chapeau, Steffi. Mhm. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Und fuck, wir sind dumm. Warum? Was denn jetzt schon wieder? Wir haben hier hinten die ganzen Ausmaße weggemacht. Wie war das denn jetzt? Wie, die ganzen Ausmaße? Ja. Kannst du mal gerade unten bitte zählen? Hinter dir. Von links nach rechts, bitte. Eins, zwei, drei. Nein, vier, ich brauche nur immer zum Beispiel 4 Wolle, ein Fenster. 3 Wolle, ein Fenster. Ach so. 1, 2, 3, 4 Wolle. Von wo aus? Von der. Von der Mauer. Du hast da, wo ich jetzt stehe, als 1 gezählt, ne? Ja, 1, 2, 3, 4. Okay, dann 1 frei und dann war 3, ne? Ist das jetzt nur 3, was du da hinten hast? Ne, ist 4. 4, frei. 3. Wieder Fenster. Ich glaube, dann kam nochmal 3. 3, ne? Ein Zweierfenster. Ja, dann 1, wieder 2, 3. 3, ein Einerfenster.
Und nochmal 3. 1, 2, 3 in einer Fenster und 1, 2, 3, 4. Ja, passt. Danke. Bitte. Jetzt kannst du weitermachen. Soll ja nicht heißen, dass ich dich von deiner Arbeit abhalte. Cool, meine Wolle kam sogar genau hin, dass wir bis hierhin. Ich hab auch noch Wolle, ne? Wenn du die brauchst. Verdammt. Na gut. Jetzt überlege ich gerade, dass wir vielleicht die Terrasse ein bisschen kacke gemacht haben, ne? Warum? Wollten wir nicht hier in der Etage mit Tropenholz arbeiten? Hä? Ja, ich bin auch hier schon in der ersten Etage. Ah, ich habe dafür schon eine gute Lösung. Okay, hat sie erledigt. Wir machen doch jetzt eh eine Doppeldecke. Das heißt, man sieht die Holzunterschiede nicht so krass. Wenn man von unten nach oben guckt. So. Dann könnten wir das ja einfach so machen, dass wir das Tropenholz als Gang im Prinzip nehmen, als Flurholz. Und in den Häusern nimmt man dann ganz normales Eichenholz, also in den Apartments. Ja, aber du hast hier auch noch Holz vergessen. Ja, ich hab ja nichts mehr. Ich meine ja nur, weil du hast überall hier Holz, aber ein Doppelfenster hast du nur ein Holz im Beton. Da war es dann auch zu Ende. Nee, hast du eben noch weiter gemacht, oder nicht? Ja, klar. Mensch, heul nicht.